willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Lisa und bei mir findet ihr Tipps und Tricks rund um Training, Ernährung und mentale Stärke. Ich bin jetzt mittlerweile in der 7. Woche meiner Diät und deswegen kommen heute 3 kalorienarme Rezepte unter 400 Kalorien, die also perfekt zum Abnehmen geeignet sind oder auch einfach als Snack zwischendurch, die über 40 Gramm Eiweiß haben, also richtige Proteinbomben sind, um euren Eiweißbedarf, euren erhöhten Eiweißbedarf in der Diät zu decken und die auch in nur 5 Minuten zubereitet werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin da eher so praktisch veranlagt. Ich will nicht stundenlang am Herd stehen und irgendwas kochen, um das Ganze dann in nur 10 Minuten zu essen. Bei mir muss es schnell gehen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch ist, ob ihr da auch so praktisch veranlagt seid wie ich oder ob ihr auch gerne mal euch mehr Zeit zum Kochen nehmt. Genau, das sind jetzt 3 herzhafte Rezepte, aber wenn Interesse besteht, das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich da auch gerne mal ein paar süße Rezepte abfilmen, weil da gibt es auch richtig coole, richtig leckere Alternativen. Also solche Kalorienbomben, die man dann einfach mit ein paar Knips und Tricks kalorienärmer gestalten kann und die trotzdem gut schmecken, damit man auch in der Diät auf nichts verzichten muss. So, jetzt aber erstmal die 3 herzhaften Rezepte und wir starten mit dem ersten Rezept. So, das erste Rezept wird ein Pizzamac-Cake. Dafür brauchen wir einmal Putenbrust, die wird klein geschnitten, dann 100 Gramm Champignons, die werden auch klein geschnitten, 2 Eier, 20 Gramm von dem Reibekäse Light, getrocknete Tomaten, da kann man natürlich auch frische nehmen, aber ich finde getrocknete haben einfach ein bisschen intensiveres Aroma und schmecken daher besser. Dann Gewürze nach Wahl, am besten natürlich Pizzagewürz. Ich habe jetzt keine Zeit, ich habe hier einfach französische Kräuter, Basilikum, Paprika und Salz. Und das wird dann alles vermischt und kommt hier in dieses Schälchen rein und dann in die Mikrowelle, wo es gegart wird. Damit auch wirklich bei jedem Rezept zählt, dass es nicht länger als 5 Minuten dauert, werde ich hier meinen Handy-Timer stellen. Damit auch wirklich 1:1 zählt, dass es wirklich richtig schnell geht. Und ja, deswegen würde ich sagen, los geht's mit dem ersten Rezept. Habe ich jetzt gebraucht, um das hier anzurühren. Zwischendurch habe ich noch die Schüssel hier wechseln müssen, weil ich gemerkt habe, dass die ein bisschen zu klein ist. Es kommt jetzt für 1 bis 2 Minuten, mal gucken, wie es ungefähr aufgeht, in die Mikrowelle. Und dann ist es auch schon fertig. So, also das mit 1-2 Minuten hat jetzt doch nicht so ganz hingehauen. Es war jetzt ca. 5 Minuten in der Mikrowelle und ist jetzt durch. So sieht es hier jetzt fertig aus und das kann man dann wieder schon so aus dem Topf essen oder auf einen Teller stützen und das machen wir jetzt. Kommen wir schon zum zweiten Rezept und zwar machen wir Gemüsesticks mit Kräuterquark. Dazu brauchen wir einfach nur eine Gurke, 2 Karotten, gelbe Paprika. Dann hier den Quark machen wir einmal mit körnigem Frischkäse in der Halbfettstufe. Ich habe hier ganz bewusst die Halbfettstufe genommen, da die Vitamine aus der Karotte zum Beispiel nur in Verbindung mit Fett aufgenommen werden können. Das sind die Edeka-Vitamine, in dem Fall Karotte eben Vitamin A und in der Paprika ist noch ein bisschen Vitamin K drin. Und das mische ich dann noch hier mit ein bisschen Speisequark an und gewürzt wird das Ganze dann auch mit Kräuter Provence, mit Paprika, mit Salz, Rosmarinsalz genau gesagt und ein bisschen Tomatenmark. Auch schon fertig. Einmal der Quarkdip und dann hier das fertig geschnippelte Gemüse. Kommen wir auch schon
schon zum letzten und definitiv schnellsten Rezept. Eigentlich kann man es schon gar nicht mehr Rezept nennen, weil es nur aus dem Zusammenschütten von zwei Zutaten besteht. Einmal haben wir hier diesen mexikanischen Gemüsemix. Da gibt es verschiedene Varianten, auch von verschiedenen Marken. Mexikanisch, ungarisch, was auch immer. Einfach so eine Maismischung mit Paprika und Erbsen noch dabei. Dann eine Dose Thunfisch und ein bisschen fertige Salatsauce. Das muss ich sagen, ist wirklich mein absoluter Lebensretter, wenn ich mal wirklich absolut gar keine Zeit habe, mir irgendwas vorzukochen, irgendwas vorzubereiten und ich wirklich im Stress bin, dann mache ich das wirklich einfach so, ich nehme eine Dose davon, bisschen Salatsauce dazu und fertig. Ist natürlich nicht das nährstoffreichste Essen und sollte man auch nicht jeden Tag essen, aber wenn es mal wirklich super schnell gehen muss, dann ist das mein Geheimtipp, einfach immer davon ein paar Dosen daheim zu haben und dann ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man mal wirklich extrem im Stress ist. Und ja, deswegen schau mal, wie lange es dauert, aber es wird definitiv sehr, sehr schnell gehen. Und siehe da, wir haben nicht mal 1 Minute 30 gebraucht, 1 Minute 17 für dieses Essen. So sieht es hier jetzt fertig vermischt aus. Wer mag, kann sich hier natürlich auch noch frisches Gemüse dazu schneiden. Dann wird das Ganze natürlich auch noch ein bisschen aufgewertet. Dauert ein bisschen länger, aber ist natürlich dann nährstoffreicher. Und wer auch so eine Fertigsoße nicht hat, der kann sich einfach eine Salatsoße selbst anrühren. Dann hat man auch ein bisschen Fett gleich noch dabei. Dann können die Nährstoffe aus dem Gemüse besser aufgenommen werden. Also aus dieser Basic-Mahlzeit kann man sich auch noch durch ein paar weitere Zutaten eine sehr, sehr gesunde Mahlzeit machen, wenn man einfach Gemüse noch dazu macht, einen Salat selbst macht und dann ja, ist es eine gute Basis für eine Mahlzeit. Und wenn es wirklich total schnell gehen muss, dann halt wirklich nur die zwei oder drei Zutaten. Und genau. Video gefallen und es waren ein paar Inspirationen für dich dabei. Wenn du mehr Rezepte sehen willst, dann kannst du es gerne kommentieren, je nachdem wie eure Wünsche sind, richte ich dann eben auch meinen Content aus. Wenn du was davon nachmachst, kannst du mich auch gerne auf Instagram markieren, @lisaschmidt. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video. Ich freue mich über euren Support, über ein Like, einen Kommentar, über ein Follow und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao! I don't ever want to leave.